Es ist wirklich was passiert. Ich habe mich nämlich so ein bisschen verlaufen. Also jetzt nicht verlaufen, sondern ich wusste auf einmal nicht mehr, wo bin ich jetzt eigentlich? Ich war irgendwo mitten im Wald, wusste nicht, welche Richtung muss ich jetzt gehen. Da gibt es nicht auch so eine Karte, aber die hat es auch irgendwie nicht richtig angezeigt. Und dann stand ich da erstmal und habe mich gefragt, wo muss ich jetzt hingehen? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und ihr seht schon Sportvective Teil 2. Ja, gestern war es einfach nur eine kleine Testrunde und heute die erste reguläre Runde hat auf jeden Fall mit dem Aufnehmen alles toll funktioniert, wirklich. Also die App finde ich wirklich ziemlich gut. Dann heute mal zu den ganzen Statistiken bzw. Daten. Da sieht man schon Entfernung Kilometer 16,175 Kilometer. Das ist mein neuer Rekord sozusagen, was ich an einem Tag zugelegt habe an Kilometern. Ich glaube, echt ist es mir nur gekommen mit 16 Kilometer. So weit bin ich noch nicht gegangen. Eigentlich wollte ich ja gar nicht so weit gehen, nur so 5 bis 10 Kilometer, aber am Ende waren es dann doch 16 Kilometer. Dauert 3 Stunden, genau 3 Stunden. Energien verbrannt 1.637 Kalorien. Das ist sehr viel, muss man sagen. Startzeitpunkt war heute früh um 8 Uhr, um Punkt 8 Uhr auch. Dauerpause 1 Minute 34, also ich habe wirklich nicht viel Pause da gemacht. Dann auch das Tempo durchschnittlich. Für einen Kilometer habe ich durchschnittlich 11 Minuten und 8 Sekunden gebraucht. Dann die Durchschnittsgeschwindigkeit war bei 5,39 km/h. Das ist fürs wirklich, sag ich mal, Gehen, Wandern schon ordentlich, muss man sagen. Vor allem bei dieser Distanz. Ich bin wirklich auch schon gegangen. Dann Anstieg und Gefälle, sieht auch ziemlich gut aus. Bin tatsächlich einen Meter weiter nach unten gegangen, wie ich raufgegangen bin. Das kann aber nicht stimmen. Eigentlich müssten die Zahlen hier gleich sein. Und dann sehen wir uns hier nochmal die genauen Statistiken an. Da sieht man schon sehr viele Anstiege und Gefälle. Sieht man hier auch gleich mal. Das schnellste, wo ich gegangen bin, waren 6,11 km/h und das sieht man schon. Das war so bei Kilometer 12, 13. Ziemlich am Ende sogar schon, wo ich so schnell gegangen bin. Und hier sieht man natürlich auch die ganzen Gefälle und Steigungen. Das sieht man, der höchste Punkt war bei 462 Metern. Wo ging es denn da so rauf am Anfang? Zuerst ein bisschen bergab, dann gerade und dann so weit bergauf. Naja, ich weiß, kann ich mir, dann ging es auf jeden Fall wirklich schön nach unten. Bis ganz runter auf 385 Meter. So rum, also wirklich ziemlich weit nach unten. Dann ging es hier wirklich diesen ganz steilen Berg auf, den weiß ich noch, diesen Berg hier auf. Bei der 10-Kilometer-Marke. Das war wirklich auch anstrengend. So, die ersten 10 Kilometer, es lief einfach super und ich muss sagen, dann bin ich auch noch ein bisschen anders abgebogen, ein bisschen weiter noch gegangen. Ich hätte auch die Hunde ein bisschen kleiner machen können. Ja, und deshalb habe ich jetzt auch schon ein bisschen eine Muskelkater bekommen im linken Bein. Da merke ich es jetzt schon ganz schön. Da habe ich eigentlich dann auch schon gemerkt, so nach 12 Kilometern habe ich gedacht, oh, jetzt muss ich auf jeden Fall aufhören oder zurückgehen. Ich habe es aber dann auch noch weiter durchgezogen. Bin dann natürlich auch meine schöne 5,5 km/h gegangen. Man sieht schon, ich bin immer relativ gleichmäßig gegangen. Einmal ein bisschen langsamer und einmal ein bisschen schneller. Diese Auflage hier ist da, wo ich schnell gegangen bin, da ging es bergab. Also ist es auf jeden Fall in Ordnung. Also, das war heute wirklich auch eine große Leistung von mir, muss man mal ganz kurz sagen. Top-Leistung für dieses Jahr. Wenn man da schaut auf die Kilometer. So, nach 2 Kilometern haben wir circa 10 Minuten 43 gebraucht für einen Kilometer. 33 Meter bergauf und 42 Meter bergab. Dann ging es aber wirklich auch mal schön bergig, 63 Meter bergauf, das ist schon viel für 2 Kilometer, und 37 bergab. Nach 10 Kilometern war ich irgendwie am schnellsten, da ging es auch 59 Meter hoch und 36 runter. Ob die Zahlen hier wirklich eins zu eins stimmen, da lässt sich drüber streiten auf jeden Fall. Ich muss sagen, hier bei 60 Kilometern am Ende war ich wirklich am langsamsten, da ich wirklich teilweise auch 12 Minuten gebraucht für einen Kilometer. Ja, am Ende ließ die Kraft dann einfach nach, muss man da ganz klar sagen.
Aber im Großen und Ganzen bin ich auf jeden Fall zufrieden. Es war auch schön, mal wirklich ein bisschen weiter zu kommen, mal ein paar Wege zu testen, wo ich jetzt noch nicht so gegangen bin. Und dann ist es leider wirklich ein bisschen passiert. Es ist wirklich was passiert. Ich habe mich nämlich so ein bisschen verlaufen. Also jetzt nicht verlaufen, sondern ich wusste auf einmal nicht mehr, wo bin ich jetzt eigentlich? Ich war irgendwo mitten im Wald, wusste nicht, welche Richtung muss ich jetzt gehen. Da gibt es nicht auch so eine Karte, aber die hat es auch irgendwie nicht richtig angezeigt. Und dann stand ich da erstmal und habe mich gefragt, wo muss ich jetzt hingehen? Aber am Ende war es dann auch gar nicht so schlimm. Ich bin dann einfach wirklich einfach meine Richtung dann runtergegangen und dann bin ich auf den Weg gekommen, den ich wirklich gekannt habe und dann einfach wieder zurückgegangen. Ja, aber ich denke, es hat wirklich Spaß gemacht, ein bisschen weiter zu gehen. Die Temperaturen haben auch mitgespielt, 20 Grad und bewölkt, also die Sonne hat es auch nicht so gescheint. Das Wetter hat mitgespielt, auch so war es ein schöner Spaziergang, auch mit sehr wenigen Pausen. Nur 2-3 Mal bin ich so mit einer Minute oder 2 Minuten habe ich mir ausgeruht, aber ansonsten bin ich eigentlich immer durchgegangen. Und somit würde ich sagen, war es das dann schon fast mit dem Video. Was ich noch am Ende mal sagen will, jetzt dann morgen bin ich nicht da einen Tag, bin ich in der Stadt mal wieder, hab da auch noch was zu erledigen, Termin und so weiter. Dann am Donnerstag werde ich wieder für euch ziemlich viel aufnehmen, heißt Kicktipp-Videos, dann meine OHAG-Liga, das wird da weitergehen. Am Donnerstag will ich das alles aufnehmen, Donnerstag und Freitag hochladen. Dann Samstag natürlich wieder schön Fußball verfolgen, mache ich mir dann auch einen schönen Nachmittag bzw. einen schönen Abend. Und dann am Sonntag bin ich noch einmal auf einem anderen Volksfest, einmal war ich ja schon auf einem größeren Volksfest. Und dieses Mal geht es dann auf ein kleineres Volksfest. Und dann haben wir die nächste Woche noch, was ist nächste Woche eigentlich? Nichts Normales, da will ich vielleicht nächste Woche dann wieder hier ein Video darüber machen, wenn ich vielleicht auch mal Radfahren, das gibt es eben hier auch in der App auch, da kann man auch einstellen Radfahren. Da kann ich dann auch euch da vielleicht mal ein bisschen mitnehmen, vielleicht auch mal 20, 30 Kilometer fahren. Mal schauen, auf jeden Fall, da muss das Wetter dann auch passen. Aber es soll jetzt auch nicht mehr so heiß werden. Und somit würde ich sagen, war es das dann auch schon wieder für dieses Video. Also bis zum nächsten Mal und ciao.